Moin Moin, und da sind wir wieder zurück. So. Dann packen wir den mal hier. Treiben wir noch ums Ballern. Target. Ja, ins Target ist aber, finde ich, nie verkehrt. Kann man doch hier und da mal etwas schneller zurückgreifen. Springen wir auch immer ein bisschen zu spät raus. Mehrere Downs. Danach kommt ein Quark mit dem Down. Aber das hätte ins Auge gehen. Ihr tut hier etwas weh. Ich habe ein Bestes gegeben. Auf sie! Die Stärke des Rudels. Erfrischend. Oh! So nicht dein Ernst. Danke. Lassen Sie schon Hand dazu schlagen. Aus 1 werden 2. Mann. Geh hoch hier rum. Boah. Keine Hilfe. Du kannst eigentlich keine 2 Sekunden und du bist ja auch die ganze Zeit am Brennen. Ja, man kann halt irgendwas mitnehmen. Ja, ja. Oh, falsch. Ja, aber nur Heilquelle ist irgendwie. Reicht nicht. Jo, Erfolg. Okay. Also er wäre schon Punkt habe ich bekommen. Unverdient, aber verdient. Habt ihr gekriegt alle? Ja. Ich habe einen bekommen. Ich habe einen Schub bekommen. Wenn wir siegen, aber müssen wir mit unseren nichts. Entscheidungen also, leben können. Wenn wir die Schwachen im Stich lassen, keine Wäsche bekommen. Was sagt das über die Welt, für die wir kämpfen? Wofür kämpfen wir eigentlich? Aber. Und wenn wir alle im Kampf sterben, spielen diese Ideale keine Rolle. Es gibt eine Grenze. Wir müssen auf der richtigen Seite davon sein. Zeit. Und heute waren wir es. Primordus versuchte uns zu überraschen. So, und dann gibt es natürlich noch Erfolge dafür, Arbeit, wenn man alle ebenso, Dinge gleichzeitig anmacht. Und danke. Also alle Herausforderungen. Das ist dann immer noch so Zeitbegrenzung. Und die Trash-Mobs werden stärker. Ja, muss man jetzt da nicht übertreiben. Nee, ich glaube, das geht auch nicht so. Also, können wir so nicht machen. Muss man jetzt mit den quatschen hier? Bestimmt, oder? Kann man, glaube ich. Ja, hatten wir aber, glaube ich, schon beim ersten Mal gemacht. Deswegen. Hallöchen. Du kennst mich doch. Ich gehe dann doch diesmal durch alles durch. Aber Primordus hat mehr Soldaten als wir. Dann würde ich sagen, können wir raus hier? Schlauer sein. Wie genau. Wir alle kennt ihr das Eiskalt. Hast du gelesen, was Dings geschrieben hat, Inanna? Sascha?
Diesmal nee. Stellst du dich abseits und dann kriegst du den Erfolg. Mach ich. Ja, kann sein, dass wenn du das so machst, so dass, dass du dann gekickt wärst und dann mit irgendwelchen Randoms machst. Vielleicht ist denen das auch egal, dann vielleicht waren wir zu viel fertig. Oder mit langen Bogen immer schön. Ja. Weit genau. Abstand. Das ist ja. Genau. Hab ich auch gemacht. Du wenn als er kam, hab Wächter. Ich mit. Ja klar, mit Krieger. Und ich stehe vorne drin. Aber anscheinend scheint er nicht das richtig zu zählen, wenn man ein Downstat ist. Oder der waren 2 cm, ja, sodass es nicht zählte. Bist du ganz kurz und verwundbar. Ja? Vielleicht auch das, ja. Das ist ja so eine Sekunde unverwundbar. Wenn natürlich dann genau der Meteorit da auslöst, während du gerade unverwundbar bist, kann sein, dass das dann. Oder es waren doch noch 2 cm übrig zum Einschlag. Weil du einfach gar keinen Schaden gekriegt hast. Excelsior. Könnte sein, weiß ich nicht. So, wollen wir noch eines dieser Events machen? Ja, egal. Mal. Wenn wir so oder so wahrscheinlich genügend von diesen Dingern sammeln müssen. Gehe ich einfach mal so aus. Noch für nicht allzu viel, aber ich gehe einfach davon aus, dass es wieder so eine Map-Währung ist und irgendwann für ein neues Reittier stelle ich fest, ja, ach, ich brauche da wieder 4000. Händler, diesen anderen Fraktionshändler. Ja. Ja, Taktiker Erlandson. Da siehst du ja, was du dafür noch kriegen kannst. Für die Map-Währung, weil ich glaube, du Chris, hast ja jetzt keine von diesen Schlüsseln gekriegt. Oh, 95 habe ich hier erst. 38. Wie von diesen Verteidigungssiegeln? Genau. Okay. Ja. 137, also auch nicht die Welt. Also ich kann mir da jetzt. Ich habe mir alle schon gekauft, ich kann da eigentlich Vorratskisten oder Karma. Weißt du, wie ich alles glaube. Grüß euch. Oh, Heldenbanner. Lebt wohl. Ach. Machen wir noch. Noch eine vielleicht. Die. Warte, so ein Skandarenfeld. Das war das Nervigste, fand ich immer. Ja. Dann gibt's noch. Ach, die Wildnis. Diese Bisbane-Wildnis. Die geht, glaube ich. Das. Ja, alle egal. Ja. Dann Drachenhilfemission. Bisbane-Wildnis privat. Lucky. Yep. Das Dorf ist überrannt. Wenn Tiny uns nicht mehr schneller kann, sind wir hier auf uns gestellt. Das hier geht hoch wie Zunder. Irgendeine Verteidigung? Ein bisschen. Aber sie war nie hierfür gedacht. Ein totales Durcheinander. Tun wir, was wir können. Aus 1 werden 2. Hier gleich mal die beiden Champs. Die beiden Heiligen. Champs? Da, ja, klar. Nehme an, irgendwer kümmert sich schon ums Löschen. Da bin ich bei. Moment, ist ja, dürfte jetzt auch gleich durch sein. Ja. Löschen ist durch. Ja. Und sowas noch. Dann respawn dann irgendwas. Ja.
Stärke des Rudels. Eine Kapsel noch, dann ist das auch drin. Ja, haben wir. Wie viele noch? Okay, 7. Der Typ da oben auf der Hütte, der nervt ja ein bisschen. Ja, ich ignoriere den einfach, kommt hier nicht dran. Fuck. Okay, ich bin an einer Stelle gelandet, wo man nicht mehr wegkommt. Kann ich porteln? Ich kann porteln. Nee, da kannst du da, wo halt der Typ steht, eine kleine Lücke fallen. Und dann war's das. So, haben wir erklärt. Ja. Jetzt müssen wir noch eine Minute lang. Ist gesichert. Fürs Erste. Dieses Dorf wird einem weiteren Angriff nicht standhalten. Wenn wir diese Zerstörer zu ihrer Quelle zurückverfolgen können, vielleicht können wir sie dann ein für alle Mal abschneiden. So. Stahlfänger? Die Asura sagten, einige Silvari wurden angegriffen. Seid ihr Orins Cave? Sowas in der Art. Wo ist eure Frostlegion? Zu dick aufgetragen. Ich denke, ihr werdet mich mehr als ausreichend finden. Es sei denn, ihr wollt meine Hilfe nicht, um diese Leute zu retten. Das klingt nicht nach euch, Kommandeur. Ich weiß das Angebot zu schätzen. Die Zeit drängt. Hier entlang. Ihr seid also Ridlock so? Technisch betrachtet. Das Unwichtigste an mir. Ihr solltet lieber auf die wesentlichen Dinge achten. Zum Beispiel? Zum Beispiel... Wir sind die einzigen drei Leute auf der Welt, die wissen, wie es ist, einem Altdrachen nahe zu stehen. Es verändert euch. Es ist, als würdet ihr euren Zweck finden und erfüllen. Ich habe meinen Zweck nicht gefunden. Ich habe ihn erfüllt. Bärenhaltung ist auch gut, um zu schlafen. Schluss mit dem Erklimmen der Ränge der Armeen aller Leute. Die Ormark sieht mich. Spürt das Brennen! Jonathan ist
durchblicken, ihr beide hättet etwas wie einen verschmolzenen Geist. Eine Drachenstimme kann verführerisch sein. Ja. Wurdet ihr gezwungen? Und Cave? Meine Crew steht kurz vor dem Durchbruch. Ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen. Keine Überzeugung notwendig. Es ist das Recht des Kommandeurs, vorsichtig zu sein. Wenn es um Altdrachen geht, ist Aurene auf die Auswahl. Kann man schon mehr als die ersten beiden trainieren? Okay. Wollte nur sicher gehen. Oh, scheiße, ich habe mich verdrückt. Erst links, oder? Ja. Oh, schon wieder verdrückt, Mensch. Überrascht? Ich hatte gehört, die Kristallblüte sei nicht unbedingt geeignet für den Einsatz an der Front. Unterstützung kann viele Formen haben. Dummes Ding. Wie Aurene konzentrieren wir uns auf Heilung und Wiederherstellung. Die Welt braucht Stabilität. Ordnung. Wer definiert Ordnung? Wer bestimmt sie? Es geht nicht um Herrschaft. Es geht um die Verantwortung, die wir alle füreinander haben. Wollt ihr mir etwas sagen, Aurene? Bitte heil diese Kraft und würde sie nicht nutzen. Sie unterstützt uns auf eine Weise, die... Oh, die verrecken ja so schnell, die anderen, ne? Ja. Erhält aber lediglich den Status. Egal, ob die kommen. Ihr verliert nichts. Gewinnt. Wir sollen ja auch nur kurz... Ich sehe Jormak nicht die Feinde ablenken. Gegen Primorgus. Euer Altdrache ist gut im Verstecken. Auf den richtigen Moment zum Zuschlagen zu warten, ist nicht versteckt. Jeder Angriff braucht. Hey, was habe ich denn hier in der Hand jetzt? Wie passt das in eure Strategie? Muss ich ein Panzer sein? Einen Verbündeten habt ihr bereits verraten. Er denkt, die Welt sei viel kleiner als sie ist. Wir wissen es besser. Wer baut diese furchtbaren Brettertreppen? Ich hasse diese Fliege-Viecher mit ihren. Ja. Mit ihren Ullen. Wir machen hier mal so einen Artillerieschlag. Au. Wo ist unser Kanonenfutter? Dreck. Jo, hab ich schon gesehen. So, alles wieder oben. Spalten sind da, aber die sind egal. Ja, die halten halt immer auf, wenn ein Gegner dran steht. Da kommt auch kein Gegner raus, also. Ne. Das sind Deko. Geradeaus. Der zweite Weg führt zurück ins Dorf. Volltreffer!
der Dicke. Auf die andere Seite rüber. Da treffen wir dann. Wir übernehmen, nicht wahr, Kommandeur? Nicht so schnell. Gehen und dem auf den Kopf springen. Oh, daneben. Erfrischend. Vielleicht war die Stärke des Rudels. Auf sie. Ihr braucht mich doch. So, jetzt kommt ihr die Spalten. Ja, da auch muss. Fix auf die Spalten rauf. Ja, so ein bisschen AOE auf den Trash. Ja. Und nicht im Explosionsradius stehen die ganze Zeit. Das hilft auch. So, und jetzt kommt die andere Seite. Ja. Ich habe das Gefühl, das Ding ging schneller. Zusätzlicher Schaden. Mir tut hier etwas weh. Vergleichsweise gut. Gegenüber den letzten Malen. Jetzt sag mal, Vici, der ja da fliegt. Jo, alles gut. Läuft alles wie immer. Ja, zu oben die zuerst und dann die da unten ist sehr gut, weil dann kann man rüberfliegen. Das ist ein. Da bewegt man sich auch schneller als. Schon
awesome. Geht doch. Sehr schön. Die Kräfte, die Aurine euch verliehen hat, haben heute funktioniert. Doch ehe das alles vorbei ist, werdet ihr mit Schlimmerem konfrontiert. Wenn Primordus kommt, wird Tyria mehr brauchen als Heilung. Und an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.